Ja, Artillerie feuert noch. Brav. So. Zentrieren wir das Feuer mal ein bisschen. Haha. Unverwundbarkeit. Ihr könnt euer Feuer konzentrieren, aber ich bin unverwundbar. Lalalalala. So. Dann haben wir auch nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ach, wartet kurz. So. Haben die aufgehört zu nerven? Zeiterweiterungsbla. Und so. Ach, das ist auch bald weg. Dann haben wir wieder einen Einheitenplatz frei. Haben wir jetzt zwar schon, aber nicht für ein bestimmtes Schiff. Ey, diese... Das nervt irgendwie, dass die so am Rand sind. Wenn ich das mal so bemerken darf. Ah. Schiff verloren. Schiff dazu gewonnen. Und Peng, Peng. Puffe die Peng. Ja. Da. Ach, das gibt jetzt hier Ärger. Ärger für die, weil die voll auf die Fresse kriegen. Und das. Ach, die sind. Die nerven. Ich darf echt offiziell sagen, die nerven. So. Ihr geht irgendwo drauf und bevor es endgültig soweit ist und es wieder passiert, haben wir jetzt schon einen riesigen Erfolg erzielt, dass wir hier so die Front zu denen verlagert haben im Grunde. Da können wir ja nochmal was riskieren. Oh, und die fahren auch alle Geschütze auf hier. Richtiger Feuerhagel hier. Wird den aber auch nicht viel nützen, wissen wir ja. Sind ja eh übermächtig. Meine Freude auf die Kampagne wächst mit jedem Schuss. Aber wenn es gar nichts nützt und keine in der Nähe war, ich musste einmal Explosion machen. Einmal muss das sein. Wieder genießen wir ein episches Spektakel. Und da ist auch schon unsere fette Artilleriesalve. Bäm. Einfach mal weg. Oh, noch ein bisschen in der Textur drinne. Aber liefert auch schöne Einblicke ins Innenleben. Die sind ganz knapp übereinander. Die mögen sich ganz dolle. Die haben sich ganz dolle lieb. Oh, bitte, bitte, Tor, versau uns das nicht. Ich will nicht wegen Tor irgendwie... Ich will nicht nur wegen Tor das Spiel wieder abstürzen sehen. Weißt was? Drauf da. Ich dachte, das würde sie freuen. Und los. Das machen wir auch nochmal, aber darauf. Flächenbeschuss, weil du sowieso gut gegen Raumstationen bist. Bevor du wieder kaputt gehst, nochmal Kamikaze-Darts. So, der Beschuss von der Oberfläche kommt auch schon an. Ich finde das auch geil, dass sich bei der Tauri-Station die Geschütztürme drehen. Kann ich vielleicht ganz kurz nochmal zeigen.
oder? Da. Okay, ist gleich weg. Ja, okay, das war's mit Drehen. Raketenwerfer, dreht der sich? Ja! Da seht ihr's, er dreht sich. Das ist hammergeil, weil es das vorher einfach mal nicht gab. Das ist doch nicht nett. Dekompression im gesamten Zielbereich? Ich muss ein bisschen großräumiger jetzt mal unsere Einheitenaufstellung ziehen. Er ist gleich wieder fertig, dann können wir wieder draufsemmeln. Zack. Ah, soweit passt wieder alles. So, das war's dann mit Thor, müsste das glaube ich schon wieder gewesen sein. Ja. Das war's mit Thor. Nö. Ja, verdammt. Doch zu weit weg. Habinger Kreuzer ist gleich erledigt. Mal wieder Zeit für 9. Ja, wir wissen, eure Rasse hat sich anders entwickelt. Ihr seid was ganz, ganz Besonderes. So fein seid ihr, fein. Wir haben gesiegt, jetzt vernichtet den Rest. Yeah. Ja, und damit schließt dann auch unsere Aufnahme. Na, eine sehr zähe Aufnahme, die wir da hatten. Aber wir haben sie schlussendlich gemeistert. Und jetzt sind wir auch soweit, dass wir dann die anderen Fraktionen spielen können. Gor'ul, Tauri, alle gegeneinander oder unterschiedlichst gegeneinander, je nachdem, was sich so ergibt. Zu uns erstmal gut, dass der Sprachbrei jetzt erst aus meinem Mund quillt. Zu unseren Verlusten 2 Race Hunter, 2 Akarum-Zerstörer, ein Basisschiff, 18 Dart-Geschwader, 2 Harbinger-Kreuzer, 13 Hornet-Geschwader, 2 Iratus-Schlachtkreuzer, Manta-Artillerie, Scout-Geschwader, Tyrant-Korvette. Ich glaube, das gilt nur sogar nur für dieses Spiel. Nee. Doch, zählt wahrscheinlich für alle vorherigen Aufnahmen, sag ich mal. Ja, sonst haben die verloren. Oh, fuck, das ist jetzt peinlich, ich habe seinen Namen vergessen. Moment, nachdenken. Egal, zweimal den verloren. Mein Gott, sonst war ich immer der Pro da drin. Gut, Emerson verloren 4-mal. Pendergast verloren 3-mal. Thor verloren 3-mal. Asgard-Schiff der Daniel-Jackson-Klasse 19-mal verloren. Ha, ist ja kleine Zahl für so ein großes Schiff. 11-mal verloren. Asgard-Schiff der O'Neill-Klasse. 4 Asteroiden-Minen. 3 B-302-Geschwader. Bomber 302 Geschwader, ja gut. Hm. 14 BT-304, 24 F-302er, achso, da waren die, 8 HB-302er, 3 Railgun-Satelliten, Raumstationsstufe 5, 76 X-301 Geschwader und 17 X-303 Korvetten. Und ein Missing, was auch immer das war. So viel haben die verloren, das ist echt, das ist hart. Das weiß, dass wir gut sind. Mitchell, Cameron Mitchell, ha, jetzt habe ich's wieder. Einmal Mitchell, Mitchell mit Milch, bitte. Einmal Mitchell haben sie verloren. Und insgesamt haben wir jetzt eine Schlachtzeit von 1 Stunde 27. Oder habe ich gerade zu lange aufgenommen? Nee, das kann nicht sein. Muss Gesamtzeit sein. Naja, auf jeden Fall war es das jetzt davon. Wir werden das nächste Mal
eine andere Map spielen. Und zwar die Bespin Map. Ich will die Bespin Map einfach mal haben, weil es so geil aussieht mit dem, mit diesen Wolken von Bespin und, ja. Die Sonnenmap kriegen wir schon noch, keine Sorge. Ich habe da gerade Tests laufen, da stelle ich vielleicht auch noch einen rein. Je nachdem. Und ich würde mal sagen, an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Let's Play Stargate Pegasus Chronicles. Mit... Ja, das ist jetzt die Frage. Machen wir Goa'uld oder Tauri? Machen wir erstmal Tauri als nächstes. Goa'uld habe ich schon mal reingeschnuppert. Es gibt nicht so viele Neuerungen. Tauri sind da schon interessanter. Und ja, ich würde mal sagen, Tschüssili, Horridu. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Haut rein und bis denne. Tschüss.